Willkommen im Seminar Semantik in der Germanistik der HHU. Heute beschäftigen wir uns mit der Prototypensemantik. Dies hier ist die Literaturgrundlage für die heutige Sitzung. Sie basiert auf der hier angegebenen Literatur, aber insbesondere auf dem Abschnitt von Sebastian Löbner. Mit dem Thema dieses Blocks knüpfen wir direkt an die Merkmalsemantik aus dem letzten Block an. Die Prototypensemantik, die auch manchmal Stereotypensemantik genannt wird, kann man als Versuch begreifen, mit bestimmten Problemen der Merkmalsemantik umzugehen. Und wir werden gleich sehen, wie dieser Umgang aussieht. Wie die Merkmalsemantik handelt es sich bei der Prototypensemantik um eine Theorie lexikalischer Bedeutung, also wir sind immer noch bei der Wortbedeutung. Es gibt mehrere Bedeutungen der Ausdrücke Prototyp und Stereotyp. Manchmal werden sie synonym gebraucht, manchmal werden Stereotype auf die Kategorisierung von Personen beschränkt, während Prototypen auf die Kategorisierung aller anderen Phänomene angewandt werden. Im Falle der Prototypen und/oder Stereotypensemantik ist es so, dass damit tatsächlich zwei verschiedene semantische Ansätze gemeint sind, die sich aber in der Grundausrichtung treffen, die die Kritik an älteren semantischen Ansätzen betreffen. Die Prototypensemantik kommt dabei aus der kognitiven Psychologie und ist untrennbar mit dem Namen einer Roche verbunden, die mit ihrer Arbeitsgruppe sehr einflussreiche empirische Studien durchgeführt hat. Die Stereotypensemantik leitet sich aus der sprachphilosophischen Position des Philosophen Hilary Putnam ab. Ich werde im Folgenden die gemeinsame Grundausrichtung betonen und am Ende kurz auf die Unterschiede eingehen. Im Folgenden werde ich Prototypensemantik sagen, wenn ich für beide spreche, und ich werde sie terminologisch trennen oder unterscheiden, wenn es um die Unterschiede geht. Aber first things first, wir beginnen mit einer Hinführung und dem Anlass dafür, so etwas wie eine Prototypensemantik überhaupt anzunehmen. Sie geht nämlich aus der Ablehnung der Merkmalssemantik hervor. Erinnern Sie sich an den letzten Input-Block, in der es um die Merkmalssemantik ging. Dabei werden Bedeutungen in kleinere Komponenten, in Merkmale oder auch Seme zerlegt. Die Bedeutung eines Wortes wie Frau besteht dabei dann aus den Merkmalen, die es von allen anderen Ausdrucksbedeutungen im Wort unterscheiden. In diesem Fall hier ist das plus erwachsen und plus weiblich. Und mit dem Zutreffen oder Nichtzutreffen dieser beiden Merkmale lassen sich die Personenbezeichnungen restlos unterscheiden. Dabei gibt es eine definierbare und endliche Menge an Merkmalen, die zur Charakterisierung einer Ausdrucksbedeutung nötig ist. Deswegen wird die Merkmalssemantik auch manchmal Checklist-Semantics bezeichnet, genannt. Die Merkmale bilden dabei notwendige und hinreichende Bedingungen für das Vorliegen einer bestimmten Bedeutung. Frau ist genau das, was plus menschlich, plus erwachsen und plus weiblich ist. Die Merkmale sind binär, sie können also zutreffen oder nicht zutreffen. Und mit all dem geht einher, dass Wortbedeutungen ganz klare Grenzen haben und hart aneinander stoßen, wie hier am Bild der vier Äcker illustriert. Das Ganze ist hier noch einmal im Zusammenhang der Kategorisierung zusammengefasst. Kategorisierung beruht auf einer festen Menge an Bedingungen. Jede Bedingung ist notwendig, zusammen sind sie hinreichend. Die Bedingungen sind binär. Deshalb ist auch die Zugehörigkeit zu einer Kategorie binär, entweder etwas gehört einer Kategorie oder nicht. Die Kategorien haben harte Grenzen und alle Vertreter der Kategorie sind gleichwertig. Etwas kategorisieren heißt übrigens,
etwas als Vertreter einer Kategorie erkennen oder identifizieren, die durch ein Lexem bezeichnet wird. Als Vertreter der Kategorie Frau erkennen wir, was wir als menschlich, erwachsen und weiblich erkennen. Und um die Kategorie zu benennen, benutzen wir das Wort Frau. Und jede einzelne dieser Annahmen der Merkmalssemantik lehnt die Prototypensemantik jetzt ab. Was sind die Argumente? Schwer in Zweifel gezogen hat die Annahmen der Merkmalssemantik die Studie zu Grundfarbwörtern von Brent Berlin und Paul Kay. Grundfarbwörter sind dabei morphologisch einfache, also nicht zusammengesetzte Wörter für Farben. Und diese Wörter sind auch nicht abgeleitet von Gegenständen oder Ähnlichem. Also gemeint sind solche Farben wie Rot, Weiß, Blau und so weiter. Berlin und Kay haben für circa 100 verschiedene Sprachen dreierlei untersucht, nämlich erstens, welche Grundfarbwörter gibt es in dieser Sprache? Zweitens, für jedes Grundfarbwort, welches Farbplättchen hier auf der linken Seite repräsentiert dieses Grundfarbwort am besten? Das nennen sie dann Fokalfarbe. Und drittens, für jedes Grundfarbwort, welche Farbplättchen repräsentieren es insgesamt? Also was ist sozusagen an Farbplättchen der Umfang eines Grundfarbworts? Und Folgendes haben sie dabei herausgefunden. Verschiedene Sprachen weisen zwischen 2 und 11 Grundfarbwörtern auf. Also nur 2 und bis zu 11. Das ist die Antwort auf die erste Frage. Dann, SprecherInnen derselben Sprache geben die Fokalfarben übereinstimmend an. Das ist die Antwort auf die zweite Frage. Sie grenzen aber den Farbbereich der Ausdrücke unterschiedlich ab. Die Antwort auf die dritte Frage. Es gibt genau 11 Fokalfarben, die sprachübergreifend nahezu auf die gleichen Farbplättchen fallen. Und das sind die Farben Schwarz, Weiß, Rot, Gelb, Grün, Blau, Braun, Orange, Rosa, Violett und Grau. In über 100 Sprachen. Sprachen mit gleich vielen Grundfarbwörtern haben auch die gleichen Fokalfarben. Und in Sprachen mit unterschiedlich vielen Grundfarbwörtern haben die geteilten Grundfarbwörter, also die, die in beiden Sprachen auftreten, die gleichen Fokalfarben. Ein weiteres sehr spannendes Ergebnis war das folgende. Die Fokalfarben bilden annähernd eine sogenannte implikationelle Skala. Man kann sie also zunächst in einer Skala anordnen. Erst kommen Schwarz und Weiß, dann kommt Rot, dann kommt Gelb oder Grün, dann das jeweils andere, dann Blau, dann Braun, dann in beliebiger Reihenfolge Orange, Rosa, Violett und Grau. Eine implikationelle Skala ist es dadurch, dass Folgendes gilt. Wenn nämlich eine Sprache ein Grundfarbwort für eine Fokalfarbe weiter rechts auf der Skala hat, dann hat sie auch die Grundfarbwörter für alle Fokalfarben links davon, aber nicht umgekehrt. Die Sprachen stimmen zwar darin überein, was die Fokalfarben für ihre Grundfarbwörter sind, es gibt aber auch interessante Unterschiede. Nämlich in Sprachen mit weniger Grundfarbwörtern decken diese mehr Farbplättchen ab als in Sprachen mit mehr Grundfarbwörtern. Um ein fiktives Beispiel zu nennen, Rot in einer Sprache mit 9 Grundfarbwörtern und Rot in einer Sprache mit 4 Grundfarbwörtern haben die gleiche Fokalfarbe Rot, das heißt das gleiche Farbplättchen würde genannt als bestes Beispiel für Rot, aber insgesamt haben
die Ausdrücke verschiedene Extensionen. Das heißt, Rot war in der Sprache mit 4 Grundfarbwörtern muss mehr Farbplättchen abdecken als Rot in der Sprache mit 9 Grundfarbwörtern. Lassen Sie uns jetzt erörtern, was das für semantische Konsequenzen hat, was das also für die Bedeutung Grundfarbwörtern bedeutet. Auf der rechten Seite habe ich zur Erinnerung die Annahmen der Merkmalsemantik nochmal aufgeführt. Die Grundfarbwortstudie zeigt jetzt zunächst Folgendes, nämlich die Kategorisierung eines Farbplättchens, also ein Farbplättchen als Instanz einer bestimmten Farbe zu identifizieren, beruht darauf, wie ähnlich dieses Farbplättchen der Fokalfarbe ist, die durch das Grundfarbwort bezeichnet wird. Die Farbschattierungen unterscheiden sich darin, wie nah oder wie weit weg, kurz wie ähnlich sie einer Fokalfarbe sind. Damit gibt es bessere und schlechtere Vertreter einer Farbkategorie, beispielsweise ein blaueres Blau und ein weniger blaues Blau. Und die Fokalfarben bilden dabei die besten Vertreter einer Farbkategorie. Ebenfalls durch die unterschiedliche Nähe zu einer Fokalfarbe bedingt sind die Grenzen zwischen Farbkategorien auch graduell. Sie überlappen einander und variieren zwischen Versuchspersonen einer Sprache und sogar bei derselben Versuchsperson in verschiedenen Durchgängen. Um ein Beispiel zu nennen, ein Farbplättchen, das weit von Fokalfarben entfernt ist, kann von manchen Versuchspersonen zu einer Farbkategorie, von anderen zu einer anderen Farbkategorie gezählt werden. Diese Befunde widersprechen den Annahmen der Merkmalssemantik in jedem Punkt. Eine feste Menge an Bedingungen dafür, wann etwas als Vertreter einer bestimmten Farbe kategorisiert wird, lässt sich nicht angeben. Es kann daher auch keine notwendigen und hinreichenden Bedingungen für die Kategorienzugehörigkeit geben. Das Ganze hängt daran, dass es keine binären Merkmale gibt. Deshalb kann die Zugehörigkeit zu einer Kategorie auch nicht binär sein. Und etwas ist nicht entweder blau oder grün, sondern kann sowohl ein bisschen blau als auch ein bisschen grün sein oder viel grün und wenig blau. Damit haben die Farbkategorien auch keine harten Grenzen und nicht alle Vertreter der Kategorie sind gleichwertig. Manche Grünvertreter sind grüner als andere. Die Farbwörter sind dabei aber nur ein paradigmatischer Fall gewesen. Man hat sich gedacht, wenn die Kategorisierung bei den Farbwörtern so funktioniert, also auch ganz anders als die Merkmalssemantik das konzipiert, kann es dann sein, dass sie auch bei anderen Bedeutungsdomänen so funktioniert. Entsprechend hat es eine Ausweitung der Untersuchungen gegeben, zum Beispiel auf Möbel, Kleidungsstücke, Fruits, also Früchte, was nur ungefähr unserem Obst entspricht, oder Vögeln. Und besonders berühmt sind dabei die Studien von Eleanor Roche, KollegInnen geworden. In einer dieser Studien hat sie Versuchspersonen gebeten, verschiedene Vogelarten auf einer Skala von 1 bis 7 dahingehend zu bewerten, wie gute Beispiele für Vögel sie darstellen. Das ist das Ergebnis. Das beste Beispiel für einen Vogel ist das Rotkehlchen geworden, ganz in der Mitte. Das beste Beispiel nennt Roche den Prototyp. Das Rotkehlchen ist also der prototypische Vogel. Ebenso waren die Fokalfarben jeweils die Prototypen ihrer jeweiligen Farbkategorien, zum Beispiel Fokalblau für die Kategorie Blau. Um es Ihnen ein bisschen leichter zu machen, lässt sich dieses Ergebnis hier zu den Vögeln auch noch anders darstellen. Die nächstbesten Beispiele für die Kategorie Vogel sind nach dem Rotkehlchen Tauben, Spatzen und Kanarienvögel, danach Papageien, Fasane, Tukane und Eulen und eher abgelegene Beispiele sind Pfauen und Enten und ganz abgelegene Beispiele sind Straußen und Pinguine. Auch das kann man als eine Skala darstellen. Es ist sozusagen eine Skala der absteigenden Vogelheit.
Diese und andere Studien haben gezeigt, dass sich die Befunde der Grundfarbwortstudie auf andere Phänomene ausweiten oder generalisieren lassen. Allgemeiner können wir die Annahmen der Prototypensemantik also folgendermaßen formulieren. Kategorisierung beruht auf der Ähnlichkeit zu einem besten Beispiel. Vertreter einer Kategorie unterscheiden sich darin, wie ähnlich sie dem Prototypen sind. Deshalb gibt es bessere und schlechtere Vertreter von Kategorien. Die Grenzen zwischen Kategorien sind graduell, überlappen sich und variieren zwischen Individuen und innerhalb von Individuen. Hier die Merkfolie dazu. Den letzten Punkt, die graduelle Zugehörigkeit zu einer Kategorie, möchte ich jetzt noch etwas vertiefen. Dazu schauen wir uns noch eine weitere Studie an, diejenige von William Labov, der primär als Soziolinguist und Dialektologe berühmt geworden ist. Labov hat Versuchspersonen Abbildungen von Gefäßen vorgelegt und sie für jedes Gefäß gefragt, ob es sich dabei um einen Cup, eine Bowl oder eine Vase handelt. Ich habe hier übrigens solche Gefäße selbst gezeichnet, diejenigen von Labov waren andere, aber ähnliche. Ich werde jetzt auch, obwohl das nicht ganz adäquat ist, mit den deutschen Wörtern Tasse, Schale und Vase über dieses Experiment sprechen. Und Folgendes kam dabei heraus: Über die Antworten aller Versuchspersonen hinweg haben sich, wie aus prototypensemantischer Perspektive zu erwarten ist, beste Beispiele für Tasse, Schale und Vase ergeben. Die Leute waren sich einig darin, dass Gefäß 4 eine prototypische Tasse, Gefäß 6 eine prototypische Schale und Gefäß 10 eine prototypische Vase ist. In der Kategorisierung der anderen Gefäße gab es hingegen verschiedene Antworten. Das heißt beispielsweise, ein Gefäß wie 7 kann sowohl als Tasse als auch als Schale kategorisiert werden. Für die Kategorisierung als Tasse, Schale oder Vase sind 3 Kriterien wichtig. Die Frage, ob das Gefäß einen Henkel hat, das Verhältnis von Höhe und Weite, sowie das, was man hineinfüllt, ob das etwa Kaffee ist oder Blumen sind. Zentral für die Struktur der ganzen Kategorie ist in der Prototypensemantik jetzt Folgendes. Die prototypische Vase, die prototypische Tasse und die prototypische Schale sind jeweils dadurch charakterisiert, dass sie einen Henkel haben oder nicht, dass sie ein bestimmtes Verhältnis von Höhe und Weite aufweisen und dass sie für bestimmte Inhalte bestimmt sind, sagen wir Blumen, Müsli oder Kaffee oder Tee. Es ist aber sehr, sehr wohl möglich, dass etwas, zum Beispiel Gefäß 9, als Tasse kategorisiert wird, obwohl es ein Merkmal hat, das sein Prototyp nicht hat. Oder obwohl der Prototyp ein Merkmal hat, das der fragliche Gegenstand nicht hat. In diesem Fall ein Henkel. Diese wichtige Eigenschaft der Kategorienstruktur in der Prototypensemantik, dass ein Gegenstand einer Kategorie angehört, obwohl er Merkmale hat, die der Prototyp nicht hat, oder umgekehrt, lässt sich auch schon bei der Vogelstudie zeigen. Das Rotkehlchen kann meines Wissens nicht tauchen und schwimmen, der Pinguin schon. Wichtiger ist, dass Pinguine Vögel sind, obwohl der prototypische Vogel fliegen kann, aber der Pinguin kann nicht fliegen. Der gleiche Umstand bringt es mit sich, dass es durchaus unklar sein kann, ob ein Gegenstand zu einer bestimmten Kategorie gehört oder eher zu einer anderen. So ist Gefäß 4 hier auf jeden Fall eine Tasse, 6 und 10 sind auf jeden Fall keine Tassen, weil sie die Prototypen der Kategorien Schale und Vase sind, aber die anderen Gefäße können vielleicht mehr oder weniger Tassen sein. Hier sind weitere Beispiele für unklare Kategorienzugehörigkeit. Dass es das gibt, ist auch unmittelbar einleuchtend. Immerhin haben wir schon in der Alltagssprache sogenannte Heckenausdrücke, um Kategorisierungen vorläufig oder unverbindlich vorzunehmen. Wenn wir gefragt werden, was ist das für eine Pflanze, was ist das für eine Farbe, was ist das für ein Möbelstück, können wir antworten, das ist eine Art Baum.
Das mutet eher wie grün an. Das ist irgend sowas wie ein Stuhl. Hilary Putnam, der Philosoph hinter der Stereotypensemantik, hat genau solche Phänomene der Extension von Ausdrücken im Sinn gehabt. Extension sind die Mengen der Referenten von Ausdrücken. Putnam hat solche unklaren Zugehörigkeiten herangezogen, um die Schwierigkeiten zu demonstrieren, die damit verbunden sind, Bedeutungen als Extensionen zu definieren. Die Eigenschaften von Kategorien, die sich darin äußert, dass auch Gefäße ohne Henkel Tassen und Tiere ohne Flugigkeit Vögel sein können, lässt sich noch radikalisieren. Das passiert im Begriff der Familienähnlichkeit. Was damit gemeint ist, erfahren wir, wenn wir uns fragen, welche gemeinsamen Merkmale eigentlich alle Vertreter der Kategorie Spiel haben. Auf der rechten Seite habe ich einige konkrete Spiele und einige Subkategorien von Spielen aufgeführt. Was haben sie gemeinsam? Ich habe hier einige Kandidaten an Merkmalen aufgeführt, die intuitiv Spiele ausmachen. Zum Beispiel, dass sie ein definiertes Ende haben, dass man gewinnen oder verlieren kann, dass es ein Spielgerät gibt, dass es spezielle Körpertechniken gibt, die zum Spielen benötigt werden, dass es nicht ernst ist, dass es Skill- oder zufallsbasiert ist. Es scheint aber jetzt so zu sein, dass es kein einziges Merkmal gibt, das mit einem bestimmten Vorzeichen bei allen Vertretern der Kategorie Spiel vorkommt. Wenn Sie immer noch daran denken, dass ein Spiel nichts Ernstes ist, dann denken Sie einmal, wie ernst beispielsweise ein Fußballspiel sein kann. Tatsächlich hat der Philosoph Ludwig Wittgenstein gesagt, dass es ein gemeinsames Merkmal in Bezug auf Spiele nicht gibt. Vielmehr bestehe zwischen den Vertretern der Kategorie die sogenannte Familienähnlichkeit. Familienähnlichkeit ist hier rechts symbolisiert. Wir haben in 1 bis 4 Kreise, die jeweils Spiele symbolisieren, und jeder Kreis ist eine Menge an Merkmalen. In der abgebildeten Anordnung gibt es Spiele, die Merkmale teilen. 1 und 2 teilen Merkmale, 2 und 3 auch, 3 und 4 auch. Es gibt aber auch Spiele, die keine Merkmale teilen, nämlich 1 und 3, 1 und 4 und 2 und 4. Für diese Spiele können wir aber sagen, Spiele 1 und 3 sind durch Spiel 2 miteinander verbunden und so weiter. Da das noch ein bisschen unterkomplex ist, es gibt ja auf jeden Fall mehr als 4 Spiele, kann man zumindest andeuten, dass solche Familienähnlichkeiten sich in ziemlich komplexen Gemengelagen zeigen können. Warum der Terminus Familienähnlichkeit? Nun, laut Wittgenstein gibt es zwischen Spielen solche Ähnlichkeiten wie zwischen Familienmitgliedern. Familienmitglieder sehen sich ähnlich, aber nicht jedes sieht jedem in den gleichen Merkmalen ähnlich. Sie sind aber über Mittelglieder miteinander verbunden. An unserem Umgang mit der Kategorie Spiel, also daran, wie wir anscheinend verfahren, wenn wir etwas als Spiel kategorisieren, kann man erkennen, dass wir dabei keine Analysen anstellen, das Phänomen nicht auf notwendige und hinreichende Bedingungen prüfen, sondern dass wir das irgendwie global entscheiden, das heißt ganzheitlich oder holistisch. Natürlich ergeben sich auch in Bezug auf die Prototypensemantik bestimmte Fragen und Probleme. Eine wichtige Frage ist, in welcher Form beziehungsweise als was Prototypen eigentlich existieren. Und hier sind unterschiedliche Antworten möglich, beziehungsweise ergeben sich aus der Forschungsliteratur. Und das ist nichts Gutes, weil es bedeutet, dass der Status nicht klar ist und die Leute über verschiedene Sachen sprechen, wenn sie Prototyp sagen. Eine Möglichkeit ist, dass Prototypen die besten Mitglieder einer Kategorie meinen. Das heißt, es gibt ein Exemplar, also ein wirkliches, echtes Exemplar vokalen Blaus, das man zum Beispiel auf einem Farbspektrum
Plättchen sieht und das gilt als bestes Mitglied der Kategorie Blau. Dieses fokale Blau ist technisch herstellbar, viele Menschen sehen es bei vielen Gelegenheiten. Anders ist das allerdings beispielsweise bei Hunden. Ein bestimmtes Hundeexemplar, sagen wir Buffy, kann schlecht als bestes Beispiel für die Kategorie Hund dienen, weil niemals alle SprecherInnen einer Sprache es kennen und alle Hundeexemplare sich irgendwie unterscheiden, anders als die Instanzen fokalen Blaus. Es ist also problematisch anzunehmen, dass Prototypen die besten wirklichen Vertreter einer Kategorie sind. Man kann auch annehmen, dass eine ganze Subkategorie einer Kategorie den Prototyp der Kategorie darstellt. So etwa die Subkategorie der Rotkehlchen, die Kategorie der Vögel. Im Vogelexperiment wurde tatsächlich die Vogeligkeit von beispielsweise Rotkehlchen im Allgemeinen erfragt und nicht von bestimmten Rotkehlchen-Exemplaren. Bedeutet das dann, dass alle Rotkehlchen prototypische Vögel sind? Oder dass alle deutschen Schäferhunde prototypische Hunde sind? Dagegen spricht, dass es auch Schäferhunde wie den folgenden gibt. Dieser Schäferhund ist eher kein prototypischer Hund. Wenn aber nicht alle Schäferhunde prototypisch für die Kategorie Hund sind, dann ist es vielleicht das beste wirkliche Beispiel eines Schäferhunds. Dann sind wir aber wieder bei A. Und dann wäre dieser Schäferhund auch das beste Beispiel für die Kategorie Schäferhund und gleichzeitig für die Kategorie Hund. Da sich die Kategorisierung eine Ähnlichkeit mit den Prototypen richtet, würden die Kategorien Schäferhund und Hund so einfach zusammenfallen. Eine dritte Möglichkeit besteht darin, Prototypen als schematische, manche sagen abstrakte Konzepte zu begreifen. Ein Prototyp wäre dann ein Konzept von einem Gegenstand, das in Bezug auf bestimmte Merkmale spezifiziert ist und in Bezug auf andere Merkmale nicht spezifiziert ist, das heißt diese Merkmale offen lässt. Der Vogelprototyp könnte dann in Bezug auf sein Erscheinungsbild, beispielsweise sein Gefieder oder die Ausstattung mit Flügeln und zwei Beinen und bestimmte Verhaltensweisen spezifiziert sein, könnte aber offen lassen, welche Farbe er hat und ob er flugfähig ist. Ein Exemplar, das viele oder alle der spezifizierten Merkmale aufweist, wäre dann ein sehr gutes oder gutes Beispiel für die Kategorie. Die Frage, die sich direkt daran anschließt, ist, was das denn für Merkmale sind, die den Prototyp auszeichnen, die also in Möglichkeit C von eben spezifiziert wären. Das wären zum einen Merkmale, die wesentlich für die Mitglieder der Kategorie sind. Wir können auch sagen, es sind positive Merkmale. In Bezug auf Vögel könnten wir als wesentliche Merkmale nennen, dass sie Flügel haben, flugfähig sind, gefiedert sind, zweibeinig sind, Eier legen und einen Schnabel haben. Dabei sind das Merkmale, die zum Teil auch auf andere Kategorien zutreffen. Flügel haben auch Insekten, zweibeinig sind auch Menschen, eierlegend sind auch Dinosaurier, Schnäbel haben auch Schildkröten. Deshalb sind die Merkmale, die Vögel auszeichnen, zum Zweiten auch solche, die zuverlässige Hinweise auf die Kategorie im Unterschied zu anderen Kategorien geben. Das sind sozusagen negative Merkmale, solche, die annähernd distinktiv sind. In Bezug auf Vögel wäre es die Kombination von gefiedert und zweibeinig. Diese Merkmale haben eine hohe Hinweiszuverlässigkeit, Q-Validity, oder garantieren einen hohen Erkennungswert. Bei der Q-Validity, das muss uns allerdings klar sein, bewegen wir uns aber schon wieder stark in Richtung notwendige und hinreichende Kriterien der antiken Begriffslogik. Es ist kein Zufall, dass im Sinne der antiken Begriffslogik der Mensch schon als ungefiederter Zweibeiner charakterisiert wurde. Hier ist nochmal eine zusammenfassende Merkfolie und ein Symbolbild für die Prototypensemantik.
das den Kontrast zur Merkmalssemantik verdeutlichen soll. Zum Schluss möchte ich die Prototypensemantik und die Stereotypensemantik noch kurz semantiktheoretisch einordnen. Bei allen Vergleichen zwischen der Prototypensemantik und der Merkmalssemantik muss man sich klar machen, dass es sich um semantische Theorien mit unterschiedlichen Gegenstandsbereichen handelt. Die Prototypensemantik beschreibt kognitive Sachverhalte, die Merkmalssemantik nicht, zumindest nicht als strukturalistische Theorie im strengen Sinn. Wenn wir sie darin vergleichen, wie gut sie bestimmte Phänomene erfassen, begehen wir streng genommen einen Kategorienfehler, denn sie haben, genauso streng genommen, keine gemeinsamen Phänomene. Das wird in Lehrbüchern oft ignoriert. Die Ansätze eignen sich jeweils in Bezug auf einen Teilbereich ihres Gegenstandsbereichs gut als Beschreibungsinstrumente, aber das heißt eben als Werkzeuge für bestimmte Zwecke. Wenn man von den kategoriellen Unterschieden absieht, ergänzen sich die Theorien sogar, denn offensichtlich gibt es Gegenstandsbereiche, die sich hervorragend durch die Merkmalssemantik beschreiben lassen, wie Gewässer, und solche, die sich schlecht durch sie beschreiben lassen, wie Farben. Dasselbe gilt für die Prototypensemantik, nur annäherungsweise umgekehrt, was die Gegenstandsbereiche angeht. Allerdings sind sie beide nicht für abstrakte Konzepte gemacht. Zu allerletzt möchte ich kurz auf die semantiktheoretischen Unterschiede zwischen der Prototypensemantik und der Stereotypensemantik zurückkommen. Wir haben an den empirischen Studien gesehen, dass für die Prototypen in der Regel beansprucht wird, dass es sich bei ihnen um kognitive Einheiten handelt. Das bedeutet in einer populären, griffigen, aber auch verkürzenden Sprechweise, dass die Bedeutungen letztlich im Kopf sind. Putnam konzipiert die Stereotypen etwas anders. Er sagt, dass Stereotypen konventional verwurzelte Meinungen darüber sind, wie ein X aussehe oder was es tue oder sei. Meinungen sind dabei etwas Subjektives, Individuelles, und Konventionen sind etwas Objektives, Überindividuelles. Er geht also von einer sprachlichen Arbeitsteilung aus. SprachbenutzerInnen müssen mit einem Ausdruck etwas meinen können, zum Beispiel wenn sie Strauch, Grün oder Sessel sagen. Sie müssen aber nicht in allen Einzelfällen entscheiden können, ob bestimmte Gegenstände zu den Extensionen dieser Ausdrücke zählen oder nicht. Die Extensionen sind nur von der Sprachgemeinschaft kollektiv festgelegt, denn die Sprachgemeinschaft ist die Trägerin der Konventionen. Und besonders wichtig ist dabei das Wissen von Experten. Die können uns dann sagen, ob das ein Strauch ist, ein Grün oder ein Blau, oder ein Sessel oder ein Stuhl. So viel also für heute und zur Prototypen- und Stereotypensemantik. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Adieu.